Hallo, ich habe gerade das Spiel angemacht und da fliegt eine Waffe weg. Was soll denn das? Hallo und will. Was? Hallo, willkommen zurück und. Zurück zu Void Train, einer neuen Folge. Und ich, das war ja ein Start. Was zur Hölle ist das denn? Es gab übrigens ein. Ja, Tag zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, es geht weiter mit Void Train. Ich freue mich. Erstmal vielen Dank an die Kommentarschreiber. Ja, ich habe irgendwie Kisten vergessen wohl. Bei dem Rätsel und alles. Und was ist das denn? Ich habe eine neue Waffe gefunden. Was zur Hölle? Jetzt könnt ihr mal ankommen hier, Freunde. Jetzt geht mal richtig hier zur Sache. Aber da haben wir nicht viel Munition für, ne? Die nimmt halt viel Platz weg. Die müssen wir echt mal irgendwie einlagern oder so. Kann ich die irgendwo einlagern? Natürlich nicht. Doch, da. Nee. Mist. Das. Ey, wieso geht das nicht? Ach so. Das ist getrennt. Das ist nicht zusammen. Ja, das ist blöd. Ja, es soll wohl. Es soll wohl mehrere Kisten gegeben haben bei dem Rätsel. Ich weiß gar nicht mehr, wie du hießt. Lieben Gruß an den Kommentarschreiber. Tut mir leid, wenn ich es nicht behalten habe. Es tut mir leid. Wo bekommen wir denn die Sachen her? Also die Barren sind klar. Aber da unten rechts das. Was ist denn das? Oder hier den Klumpen. Ich glaube, da habe ich beim letzten Mal schon. Ne? Was hat der Flexi denn hier in der Vergangenheit gemacht? Wir haben zwei Freunde. Wir haben unseren Zug verlängert. Und was wollte ich gesagt haben? Ja, ein Update gab's. Es sieht förmlich danach aus. Es sieht aus wie ein Halloween-Update. So, es geht wieder fleißig weiter mit Sammeln. Der große Sammelspaß ist wieder da. Mit unserer geilen Kralle. So. Na, sieh mal einer an. Oh, Moment. Ah, stopp. Bremse. Warte mal, da hinten, da ist noch was gewesen. Ah, komme ich da noch hin? Holz, Holz. Sehr schön. Holz nehme ich mit. Oh, trinken. Ja, und warte mal, ich trinke mal eben was. Juice. Hat der Flexi den Essen vorbereitet? Alles leer gefressen. Alter. Use. Alter, was ist denn mit dem? Richtiger verfressener Sack. Unglaublich. So, also. Ja, wahrscheinlich Halloween-Update. Gehe ich mal ganz stark von aus, weil wir ja stark auf Halloween zugehen. So, ich gucke mal, dass wir jetzt hier wieder ein paar Ressourcen bekommen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo das noch alles hinführt. Was uns noch alles erwartet und wo wir die ganzen anderen Ressourcen noch herkriegen. So. Ah, das ist so viel einfacher mit diesem, mit dieser Kralle. Ist das? Das sah aus wie so ein Vieh, was man angreift aus dem Hinterhalt. So, ansonsten sehe ich aber nichts. Da ist noch ein bisschen Eis. Organisch. Sieht voll witzig aus. Hä? Kein Holz? Nichts? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was ist denn da los? Da ist wieder Scrap Metal. So. Vielleicht können wir den nächsten Jahr wieder ein bisschen was bauen an unserem Zug oder so. Würde ich mich ja sehr freuen, wenn wir unseren Zug mal wieder erweitern könnten. Vielleicht auch ein paar größere Kisten oder so, dass wir die vielleicht irgendwann mal bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel Research-Tiers es gibt bei dem Research-Table. Also wie viel man da so entdecken kann. Ab wann dann vor allen Dingen Schluss ist.
So. Ja. Da. Wie ist das Holz? Da ist das Holz. Wir haben noch ein bisschen Platz. Okay, die Waffe nimmt natürlich... Was? Ja, ja, mein großer Freund. Alles easy peasy. Huch. Kleiner Mini-Freeze. Ich darf unten nicht vergessen, ne? Unten sind manchmal auch viele Sachen am Liegen. Oder besser gesagt am Schweben. Hier schwebt ja alles. So, das haben wir auch. Okay. Ist irgendwie witzig mit diesen Halloween-Gedöns. Hätte ich es auch nicht gedacht. Wie gesagt, ich hab's vorhin angeschmissen. Hat Steam direkt so gesagt, ja, mach's mal Update, ne? Ich habe es, wie gesagt, auch schon länger nicht mehr. Ist schon ewig jetzt her, wo ich gespielt habe. Ich hatte jetzt, oh, 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 die Musik kommt wieder. Oh, oh. Was wollte ich denn gesagt haben? Ja. Kaltik läuft gerade aktuell auf dem Channel. Habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Ist ein Let's Try. Ich habe den Key bekommen. Und ich beim Let's Try ist es ja immer so, oder Try, bei dem Format Try ist immer so, ich probiere mal aus, solange ich lustig bin, wie lange es Spaß macht. Und wenn, ach, das ist großes Eis, ne? Und wenn ich keine Lust mehr habe, dann nehme ich einfach keine Folge mehr auf. Also es wird kein durchgängiges Let's Play. Das meine ich halt damit. Also es wird kein... da kann man jetzt nicht irgendwie erwarten, dass ich jetzt das komplett durchspiele, das Spiel, sondern ich spiele so lange, wie ich Lust habe. Vielleicht spiele ich das durch, man weiß es nicht, ne? Aber rechnet mal eher nicht damit. Weil es wird eher so, bei den Try-Folgen ist es eher so dafür da, um halt das Spiel anzutesten. Und ihr sollt ja quasi auch davon was haben und dann irgendwann sagen, hey, weißt du was, mir hat das so gefallen zuzugucken. Da kaufe ich mir das direkt mal. Alter, wir haben so... Alter, Flexi. Flexi, du bist so geil aus der Vergangenheit. Alter, wie viel Holz er einfach gesammelt hat. Alles voll. Leck mich fett. Hier fehlt noch ein so ein Gestell, ne? Wir kommen immer näher an dem Tor dran. Deswegen ist die Musik auch schon wieder da. Hatte ich das gerade richtig gesehen, dass wir keine Munition mehr hatten? Habe ich das im Augenwinkel richtig gesehen? Da ja. Aber hier, wieso haben wir denn keine Munition mehr? Wir haben doch gesammelt. Wieso haben wir denn keine Munition mehr? Entschuldigung. Hä, das ist ja... warte. Wo ist die andere Waffe? Ja, dafür haben wir 10 Schuss. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wir ein bisschen Besuch kriegen. Das ist ja ganz toll. Wieso haben wir denn keine Munition mehr? Oder hat Flexi in der Vergangenheit alles weggeballert? War der so aggressiv unterwegs? Oh, warte mal. Oh, Scrap Metal! Ist gleich wieder. Dö. Ladies and Gentlewomen. Proudly presents Z-Door. Aber krass, dass wir so viel Holz auch haben und alles. Hoffentlich zerschießen die uns den Zug nicht. Das wäre ärgerlich, wenn unsere ganzen Ressourcen weg sind, dann. Dann kündige ich. So, da war noch irgendwo Holz. Da. Ich bin ja auch immer noch totaler Anfänger in dem Game, ne? Ich habe ja gar keine Ahnung. Andere haben da, andere, so wie ihr, ihr habt da wahrscheinlich viel mehr Ahnung, weil ihr das schon wesentlich mehr gespielt habt wie ich. Ich spiele das ja immer nur zwischendurch nach der Arbeit mal, wenn ich da mal Zeit finde, um eine Folge aufzunehmen. Wie gesagt, rechnet immer nicht damit, dass mal was kommt oder wenn es mal was ausfällt, seid da nicht böse drum. Dum, dum. Denn ich arbeite ja nebenbei noch. Und das ist ja, wie gesagt, alles nur neben
So hobbymäßig. Oh, Holz, Moment. Das mache ich ja alles nur so hobbymäßig, weil es mir einfach Spaß macht. Und so zum Privatzocken spiele ich am meisten auch mal Spiele, die ich dann so für mich spiele. Marauders habe ich jetzt für mich entdeckt, muss ich sagen. Ich habe ja damals ganz, ganz viel Escape from Tarkov gespielt. Und, aber Escape from Tarkov ist mir ein bisschen too much Realism, wenn ich das mal sagen darf. Also ein bisschen zu viel Realismus. Das ist schon ein bisschen zu viel. Also ich habe es gerne gespielt damals, aber mittlerweile, ich hatte es mal kurz wieder reingespielt gehabt, aber ich komme nicht rein. Ich komme einfach nicht rein ins Game und mir ist das einfach zu viel. Ich muss mir da zu viele Gedanken um Munition und den ganzen Kram und Krempel machen. Das möchte ich nicht mehr. Und bei Marauders ist es tatsächlich ein bisschen etwas lockerer. Klar, du musst auch dich um Munition und so kümmern, aber es ist ein bisschen simpler gehalten, das Ganze. Und was ich bei Marauders auch sehr geil finde, ist halt dieses Close-Quarters-Kämpfe. Dass du halt wirklich nur in so engen Räumen und so kämpfst. So, da wollen wir mal gucken, was die Waffe kann. Mit 10 Schuss. Füttern können wir noch nicht. Können wir eigentlich Munition herstellen? Anscheinend nicht, ne? So, haben wir alles? Ich hoffe ja. Gizmo! Du hast gesammelt, ne? Sehr schön, danke. Use. So, dann sind wir wenigstens schon mal. Tach! Willkommen wieder im Phantasialand. Jetzt geht's wieder los. Woo! Ja, meine Freunde. Ich verstecke mich direkt. Da wird schon geschossen. Alter. Leck mich fett. Wow! Ich brauche erstmal Munition. Woohoo! Gib mir Munition, Mann. Jetzt seid ihr fertig. Aber sowas von. Erstmal Holz mitnehmen. Jetzt seid ihr sowas von fällig. Wo ist der? Alter, den habe ich immer voll den Heady gegeben. Wo kommt die Waffe vor allen Dingen her? Ich sehe den nicht. Wo ist der? Okay, lade nach. Bin bei dir. Umschauen tun wir uns gleich, ne? Was, wer, wo, warum, weshalb, wieso? Hä, von wo? Da hinten. Alter. Okay. Dim, 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 dim. Ist ganz cool die Waffe. Ist ganz cool die Waffe. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Die andere fand ich irgendwie ein bisschen. War's das? Da schießt noch. Alter! Wie viel sind denn da hinten? Okay, ich habe gar keine Muni mehr. Okay, ich habe leider keine Muni mehr. Aber die andere Waffe. Habe ich dafür noch Muni jetzt? Nein! Aha, ich muss erst was holen. Ciao! Gibt es hier irgendwo eine Munikiste? Entschuldigung. I need a Munikiste. Lalalala. Diese Musik im Automaten. Einen Moment, bitte nicht schießen. Ich brauche Munition. Oh, Scrap Metal nehme ich mit. Das ist keine Munition. Moin, Jungs. Ich gucke mich gerade mal ein bisschen um. Oh. Hä, wieso? Muss ich jetzt Munition aufnehmen? Nimmt er das nicht einfach so auf? Ach, krass. Ist das dieselbe Munition?
17:45, warte mal. Es ist, glaube ich, dieselbe Munition. Alter! Ja, ja. Jetzt geht aber ab hier die Luzi. Du hast nicht mehr viel Leben, zeig dich! Ich würde mich gerne um die Ecke lehnen können. Alter, voll der Gepanzerte! Hilfe! Die werden immer stärker! Dam, 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 dam! Dramatische Musik! Wir heißen dich willkommen! Ja, das sieht ganz danach aus, als würdet ihr mich hier willkommen heißen. So, wir gucken uns gleich hier überall um. Ich muss erstmal hier alles safe haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles war, aber ich vermute mal. So, wo fangen wir denn an? Oh Gott, das wird ja immer alles größer hier. Hilfe. Also, ich würde erstmal auf der ersten Etage bleiben, ja? Not enough space. Ernsthaft? Was heißt not enough space? Greifelammo. So, kommen wir dann wieder runter? Hier war das, glaube ich, ne? Ja. So, wir müssen irgendwie die Waffe loswerden. Die nimmt einfach zu viel Platz ein. Und wir müssen Holz... Oh, da ist noch so ein Freund. Hallo! Wir müssen irgendwie Dings bauen. Ich habe noch eine Waffe gefunden. Lul! Kann ich die irgendwie platzieren im... Es geht nicht. Ich kann die hinlegen, das ist alles ganz toll, aber... Ich lege die andere auch mal direkt dazu. Wir müssen uns da irgendwas einfallen lassen. So, ja. Jetzt würde ich gerne... Holz hatten wir voll, sagst du, ne? Jetzt nehme ich auch direkt Holz mit. Munition. Da ist wieder ein Spielautomat, haben wir leider keine Münzen. Vielleicht finden wir welche. Scrap Metal und Leder. Geil. So, dann würde ich sagen, dann erstmal jetzt hier. Alter. Was ist mit dem? Schon wieder eine andere Waffe. Was ist denn da? Ich hab doch noch einen gehört. Kommt raus, zeigt euch. Wo ist er? Oh. Wie so eine kleine Crackhure. Hat er sich da oben versteckt? Guck ihn dir an. Ja, das ist meine Waffe. Das ist genau meine. Komm her, lauf nie weg. So. Ich glaube, jetzt war's. Ich glaube, das war's gewesen. Wir brauchen noch ein viel größeres Lager. Das... Uff, und wir kriegen Waffen ohne Ende. Wir brauchen irgendwie was, um... Wir müssen irgendwie ein Lager bauen, ein großes. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich hoffe, wir finden irgendwie so ein Rezept oder so, wo wir Sachen vergrößern können. Ich weiß nicht, warum ich es immer noch mache, aber naja. Aha, da ist was drin, aber ich kann es nicht mitnehmen. Und eine kleine Schatulle, toll. Das ist ja großartig. Aber immerhin war was drin. Die haben die Entwickler hier heimlich zugeguckt und haben gesagt, guck mal, den veräppeln wir jetzt mal. Da packen wir jetzt mal was rein. Ja, ja. Ich kenne diese miesen Maschen. So. Oh, Fleisch. Oh, und wir haben voll Dings, ne? Ich glaube, ich würde noch mal ein paar Dings bauen. Dings, Bums, Dings. Ich habe so viel Dings gesagt. Ich würde noch mal ein paar Regale bauen und Gestelle. Dazu müssen wir erstmal Barren craften, ne? Lass mal...
Fuel geht auch so langsam zur Neige, aber wir haben ja noch genug Holz. ...20 Holz. Attacke. So, müssen wir gleich mal gucken. Ich würde gerne... Ich hoffe, ich kann hier erweitern. Ansonsten muss ich das irgendwie abreißen. So, wie war denn das? T. Ah, dazu brauchen wir Schrauben, ne? Oh. Okay, Workbench. Einmal Schrauben. Mach mal zweimal Schrauben, bitte. Besser ist. So, in 3 Sekunden ist es soweit. Okay. Dann würde ich tatsächlich nochmal... Achso, wir brauchen Scrap Metal. Ah, ist klar. Okay, würde ich nicht... Er hat vor dem Update auf jeden Fall die Munition automatisch eingesammelt, ne? Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Gut, jetzt lass mal gucken. Also, können wir jetzt... Ja, aber er geht nicht dazwischen, ne? Doch. Warte. Wächst ja aus der Vergangenheit richtig gut gebaut. So. Sehr schön. Dann brauchen wir noch mal Kiste. Ja. Nein! Ich habe das Mausrad zum Drehen genommen, entschuldigt. Rotate ist, glaube ich, auf R, ne? Ja. So. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Kiste irgendwie. Und noch ein Lager. Ich würde noch mal ein bisschen... Warte mal, wir haben... Hier ist noch Holz. Hier ist Scrap Metal, ne? Pass auf. Ich brutzel nochmal ein paar Barren. Dann können wir auch nochmal ein paar Schrauben herstellen und so. Weil so ein Lager ist schon was Feines. Uns viel Barren, ne? Ja, okay. So, kann ich jetzt hier? Ja, okay, nice. Die ist leer, alles klar. So, Schrauben. Einmal. Ah, mein Freund. Ach, kann ich nicht aufnehmen, weil wahrscheinlich voll ist, ne? Ja, das habe ich mir gedacht. Das ist ganz toll, dass wir so viele Waffen haben, aber wir sie nicht nutzen können. Na toll. So, Wood haben wir wieder bekommen. Und von ihm bekommen wir auch Wood. So, jetzt würde ich gucken. Da kriegen wir keinen mehr hin, ne? Ich würde vielleicht hier noch einen hinzimmern. So ein Regal. Vielleicht hier so. Hier so nebeneinander. So, warte. Was fehlt denn jetzt? Ein Barren. Den wir natürlich nicht haben, weil uns... Ne, Scrap Metal haben wir noch, warte. Brutzeln wir mal eben. Ja, natürlich. Natürlich ist Fridolin wieder am Pennen. Ja, was soll er auch anderes machen?